Intensivmediziner warnen seit Wochen, die Intensivstationen laufen voll. Immer mehr Covid-19-Patienten belegen die Betten. Die Karte des Intensivregisters zeigt, in zahlreichen Kreisen, hier rot markiert, sind nur noch weniger als 10% der Intensivbetten frei. In den orange markierten sind es mit 10 bis 15% kaum mehr. Kliniken wie die Charité in Berlin vertagen bereits geplante Operationen auf unbestimmte Zeit, um die vorhandenen Betten für akute Corona-Infektionen freizuhalten. Und die Zahl der Corona-Intensivpatienten steigt und steigt auf 3.177 heute früh. Wird der Trend nicht gebrochen, dann könnten wir vor einer Lage stehen, in der wir flächendeckend mit Hubschraubern Covid-Patienten oder andere Patienten verlegen müssen, warnt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Schon seit Ende vergangenen Jahres gilt dafür das sogenannte Kleeblatt-Prinzip. Dazu wurde ganz Deutschland in 5 Bereiche aufgeteilt. Kann eine Klinik innerhalb eines Bereiches dieses Kleeblatts keine Patienten mehr aufnehmen, so wird zunächst innerhalb dieser Region nach einem freien Bett gesucht. Sind alle Betten in einem der Kleeblätter belegt, so werden die Intensivpatienten in ein anderes Kleeblatt verlegt, auch in ein anderes Bundesland.